Ja, meine Lieben, ihr wollt es und ihr kriegt es. Alpha E führt uns mal wieder zusammen, denn nach anderthalb Jahren muss ich euch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Zuletzt hatte ich mich im Februar 2020 zu diesem Thema geäußert. Dabei ging es vorrangig um das Gutachten des Beratungsbüros Viereck Rössler, das die Tauglichkeit des 2015 im Dialogforum Schiene Nord beschlossenen und später optimierten Alpha E nachweisen sollte. Diese Studie wurde von der Deutschen Bahn auf Herz und Nieren geprüft und mit dem Ergebnis steigen wir in diesen Film ein. Am 9. Juli 2021 präsentierte die DB die vollumfängliche Gesamtbetrachtung der Viereck-Rössler-Konzeptionen und das Fazit dürfte niemanden überraschen. Ich hatte ja bereits angedeutet, dass ein vergleichbares Gutachten zum Brenner-Nord-Zulauf in der Luft zerrissen worden war und dieses Schicksal auch hier drohe. Natürlich hat sich das bewahrheitet und das geht aus dem Fazit deutlich hervor. So sei eine engpassfreie, zukunftsfähige, deutschlandtaktkompatible und nachhaltig robuste Schieneninfrastruktur mit den Konzeptionen des Beratungsbüros Viereck Rössler nicht realisierbar. Die trassierungstechnische Betrachtung offenbare methodische und inhaltliche Lücken. Die Ideen des Beratungsbüros basierten auf unzureichenden oder unzutreffenden Annahmen zu Trassierungsrichtlinien und technischen Trassierungselementen wie Bogenradien, Überhöhungen, Durchfahrgeschwindigkeiten, Anordnung von Bahnsteigen und so weiter und so fort. Beim Lesen hört man nicht nur das pausenlose Klatschen der Ohrfeigen, man spürt es förmlich. Betriebliche und kapazitive Aspekte würden nicht ausreichend beleuchtet oder gänzlich außer Acht gelassen. Grundannahmen, insbesondere zu Zugeigenschaften und Fahrplangestaltungen, seien zum Teil als falsch, bestenfalls als unzureichend zu bezeichnen. Eine Watschen nach der anderen. Da packt einen schon fast das Mitleid mit den tragischen Helden von Viereck Rössler. Der Projektbeirat Alpha E gab am selben Tag eine Stellungnahme dazu ab. Es sei nicht mehr erkennbar, wie die DB den Ausbau der Bestandsstrecke weiter voranbringe. Alle Zeichen sprächen für eine Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover. Damit werde der gefundene Kompromiss aufgekündigt und eine Verbesserung der Situation für den Güter- und Personenverkehr rücke in weite Ferne. Dies sei umso erstaunlicher, als die Vorteile der Ausbaulösung durch die Viereck-Rössler-Studie vertiefend aufgezeigt worden seien. Wenn die DB weiter den Weg zu einer NBS beschreite, drohe ein jahrelanger Planungsverzug. Hinsichtlich der Kapazitäten für den Personen- und Güterverkehr werde es damit für lange Zeit keine Verbesserungen geben. Das könne und wolle der Projektbeirat nicht akzeptieren. Er gab sich überzeugt, dass ein kapazitiv sinnvoller Ausbau der Bestandsstrecke unter Berücksichtigung des Deutschlandtaktes möglich und wirtschaftlich tragfähig sei. Ja, was soll man dazu noch sagen? Seit dem Dialogforum kriegen die NBS-Gegner ihre sogenannte Empfehlung wieder und wieder um die Ohren gehauen, ohne sich von ihrem offensichtlichen Irrweg abbringen zu lassen. Das ist Realitätsverweigerung. Und da kommt man auch mit Sachargumenten nicht gegen an. Dabei frage ich mich von Anfang an, haben die denn wirklich geglaubt, dass Alpha E von der Idee über die Planung bis zum Bau einfach so durchgewunken wird, ohne wirtschaftliche und betriebliche Aspekte immer und immer wieder auf den Prüfstand zu stellen? So naiv kann doch gar kein Mensch sein. Und es kommt noch schlimmer für die Alpha-Freunde, denn am 17. August veröffentlichte das Beratungsunternehmen SMA und Partner eine Zusammenfassung der erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung des Zielfahrplans im Deutschlandtakt. Darin taucht eine für 250 bis 300 km/h ausgelegte Aus- und Neubaustrecke von Maschen nach Hannover-Finnhorst auf, um eine Fahrzeit von 59 Minuten zwischen den Hauptbahnhöfen von Hamburg und Hannover zu verwirklichen, sowie die Kapazität im Korridor zu steigern. Einmal mehr wird darauf hingewiesen, dass auch das optimierte Alpha E nicht deutschlandtaktkompatibel sei. Eine parallel zur Autobahn 7 verlaufende NBS wird zwar nicht explizit genannt,
lässt sich jedoch aus den im besagten Dokument erwähnten Güterüberholbahnhöfen in Dorfmark und Bispingen ableiten. Auch der am 31. August vorgelegte Entwurf des Abschlussberichts von SMA und drei weiteren Beratungsbüros lässt erkennen, wohin oder besser wo lang die Reise geht. Im Bildfahrplan der Relation Hamburg-Hannover erscheinen die Eckpunkte Abzweigstelle Sevetal bei Maschen und Isernhagen, was ebenfalls auf eine autobahnnahe Trassierung schließen lässt. Ein solcher oder ähnlicher Streckenverlauf ist übrigens keine Erfindung der Deutschland-Taktplaner. Schon im zwischen 1999 und 2001 durchgeführten Raumordnungsverfahren für die Y-Trasse war eine entsprechende Variante untersucht worden. Hierbei sollte die NBS östlich von Maschen aus dem Bestandsnetz ausfädeln, zunächst parallel zur Güterbahn in Richtung Buchholz verlaufen und sich ab Ramelsloh an die A7 schmiegen. Im Bereich Isernhagen war die Wiedereinbindung in die Strecke Hamburg-Hannover vorgesehen. Auch im Vorfeld des Dialogforums wurde ein modifizierter Vorschlag zur autobahnnahen NBS erarbeitet, jedoch nicht in die Variantenauswahl aufgenommen. Und ich verbreite wohl keine Verschwörungstheorien, wenn ich behaupte, dass dies eher aus politischen als betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen geschah. All diese Ausarbeitungen wären beim Projektbeirat und den Neubaugegnern im Landkreis Harburg womöglich unbemerkt geblieben, hätte Hamburgs grüner Verkehrssenator Agnes Tjarks nicht öffentlich seine Freude darüber geäußert. Überraschen kann das niemanden, denn die Freie und Hansestadt hatte ihre Haltung bereits im Dialogforum deutlich gemacht. Ihre auch in das vom Verkehrsclub Deutschland angeschobene Minderheitenvotum aufgenommenen Ergänzungswünsche waren allerdings von den Teilnehmern ignoriert worden und flossen daher auch nicht ins Abschlussdokument ein. Prompt schlugen Ende August 2021 die Wellen im südlichen Hamburger Speckgürtel hoch. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Altusmann brachte ein beliebtes Sprüchlein. Zur Erreichung der Klimaziele benötigen wir mehr Verkehr auf der Schiene. Doch schon im nächsten Satz führte er seine eigenen Worte ad absurdum. Wir haben als Land mehrfach deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass auf den zentralen Routen zeitnah zusätzliche Kapazitäten im Schienenpersonen- bzw. Güterverkehr zur Verfügung stehen. Im Sinne einer schnellen Umsetzung gehen wir nach wie vor davon aus, dass der Bund weiterhin den bestandsnahen Ausbau mit möglichen Ortsumfahrungen prüft, damit die Planungen und Diskussionen der vergangenen Jahre hierzu nicht komplett hinfällig wären. Ferner verwies Altusmann darauf, dass durch eine NBS Lüneburg, Uelzen und Celle vom Fernverkehr abgehängt würden und bot damit ein klassisches Beispiel dafür, dass falsche Aussagen nicht richtig werden, wenn man sie nur oft genug wiederholt. Im Faktencheck Alpha E habe ich ausführlich erläutert, dass rund zwei Drittel der heute zwischen Hamburg und Hannover fahrenden Fernverkehrszüge gar nicht in den drei genannten Städten halten und ihr Wegfall keine Nachteile für die Region hätte. Ganz im Gegenteil, es würden zusätzliche Fahrplantrassen für den Nahverkehr geschaffen und dessen Konflikte mit dem Fernverkehr entfielen, sowohl in Planung als auch Durchführung. So ist im Deutschlandtakt eine halbstündliche RE-Verbindung zwischen Hamburg und Hannover vorgesehen, die gegenüber heute um gut 30 Minuten beschleunigt wird. Verkehrsminister Altusmann lässt das unerwähnt, weil er es nicht weiß oder weil es nicht in seine Argumentation passt. Sevetals künftige Gemeindebürgermeisterin Emily Wede nannte die neuesten Entwicklungen verheerend. Die Gemeinde sei schon jetzt durch die bestehenden Bahnstrecken und Autobahnen extrem lärmbelastet. Sevetal brauche einen besseren Schienenpersonennahverkehr und dafür sei ein weiteres Gleis nach Buchholz und Winsen erforderlich. Norbert Wielitzig, Ortsbürgermeister der autobahnnahen Dörfer Ramelsloh, Ohlendorf und Holdorfsloh, gab sich kämpferisch. Für Sevetal müssen wir alles tun, um so einen Streckenneubau zu verhindern. Es ist gut, dass unsere Vertreter in Hannover und Berlin fest an der Seite der Sevetaler Bürger stehen. Michael Grosse-Brömer, CDU-Bundestagsabgeordneter des Landkreises Harburg, wusste zu beruhigen, denn sein Parteikumpel Enak Ferlemann aus dem Bundesverkehrsministerium habe ihm bestätigt, dass der Bund am optimierten Alpha E festhalte. Das Nordheide-Wochenblatt zitiert Grosse-Brömer:
Solange es einen CDU-Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium gibt, wird es eine Bahnstrecke, wie von Herrn Senator Tjax vorgeschlagen, nicht geben. Entweder hat die Lokalzeitung Grosse Brömers Worte falsch wiedergegeben, oder der Mann weiß schlichtweg nicht, was er da redet. Denn die Autobahnparallele NBS ist ja keine fixe Idee des grünen Hamburgers, sondern findet sich in dem genannten SMA-Gutachten. Zum Schluss eine persönliche Bewertung. Denn ihr fragt euch bestimmt, wie der Vorschlag des guten alten Gustav aussehe. Bereits in meinem ersten Film zum Thema Alpha habe ich mich dahingehend geäußert, dass es eine Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover braucht. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal beschreibt die Bestandsstrecke im Vergleich zur Autobahn einen Umweg von etwas mehr als 20 Kilometern. Das kostet Zeit und Energie. Nichtsdestotrotz hätte ich damals mit einem durchgehend viergleisigen Ausbau von Stelle bis Zelle leben können, weil so eine konsequente Trennung schneller und langsamer Verkehre ermöglicht und die Streckenkapazität mehr als verdoppelt worden wäre. Allerdings wären damit die seinerzeit noch unbekannten Fahrzeitvorgaben des Deutschlandtakts unerreichbar. Abgesehen davon hat eine viergleisige Strecke den Nachteil, dass sie komplett unterbrochen ist, wenn beispielsweise ein Stellwerk ausfällt, die Böschung brennt oder die berühmt-berüchtigten Spiekies am Gleis auftauchen, die spielenden Kinder. Zwei unabhängig geführte Strecken unterliegen diesem Risiko nicht. Da braucht es mindestens zwei Großereignisse, um für totalen Stillstand zu sorgen. Einen betrieblichen Nachteil weit voneinander entfernter Strecken will ich jedoch nicht verschweigen. Man kann nicht mal eben flexibel hin und her wechseln, was den Mischbetrieb erschwert. Aus dem Fahrplanentwurf für den Deutschlandtakt geht auch deutlich hervor, dass auf der Autobahnparallelen NBS tagsüber nur ein Güterzug je Stunde und Richtung durchführbar ist. Hätte ich einen Wunsch frei, würde ich eine viergleisige NBS entlang der A7 wählen. Zwei Gleise für den Fernverkehr, zwei bis leerte durchgezogene Gleise für den Güterverkehr, zusätzlich die Einrichtung einer schnellen RE-Linie zur Anbindung von Bispingen, Soltau und Walsrode. Aber selbst mir ist klar, dass das doch sehr utopisch ist. Ja, Kinners, so sieht das aktuell in Nordostniedersachsen aus. Wann sich zwischen Hamburg und Hannover aus- oder neubautechnisch irgendwas tun wird, niemand weiß es. Nicht einmal beim unumstrittenen zweigleisigen Ausbau Rothenburg-Verden, für den immerhin schon die Vorplanung abgeschlossen ist und die Vorzugsvariante vom Bundestag abgenickt wurde, sind der Baubeginn, geschweige denn die Fertigstellung, absehbar. Wann soll das auf der ungleich längeren Strecke Maschen-Isern-Hagen jemals was werden? Der Zeithorizont 2050 plus erscheint da durchaus realistisch. Für weitere Informationen verweise ich auf die DB-Webseite Bahnprojekt Hamburg-Bremen-Hannover. Da könnt ihr euch, anders als in meinen Updates, sozusagen tagesaktuell zum Stand der Dinge in den einzelnen Teilprojekten schlau machen. Darüber hinaus lohnt es sich, dann und wann einfach mal nach Alpha E zu googeln. So stößt man alle paar Wochen auf die neuesten Auslassungen unserer Damen und Herren Politiker zum Thema und kann sich an deren Fachkompetenz erfreuen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, tschüss und bis demnächst.